Hallo liebe Fans, hier geht es zum zweiten Teil Top 11 2020-21. Viel Spaß! Auf der Position, rechts außen, wo ich Chiara Loos wirklich überragend fand, vor allem im Spiel gegen Wolfsburg, aber auch in Meppen, auch wenn Klaus eher der Meinung ist, dass sie auch zum Ende hin abgebaut hat, aber immer ins 1 gegen 1 gegangen, unfassbares Tempo, wirklich eine sehr, sehr tolle Spielerin. Tabea Wasmut hätte ich eigentlich auch unbedingt nominieren müssen, hat Holger zum Glück getan, für mich sozusagen. Bestes Beispiel, warum hast du Tabea Wasmut genommen? Auf der Außenbahn stark, läuferisch, bringt Flanken rein, sorgt immer für Gefahr bei den Gegenspielerinnen und die kannst du nicht 90 Minuten ausschalten auf der Position. Ja, und vor allen Dingen, die macht ja unwahrscheinlich geile Tore, ne? Ja, das kommt noch dazu. Außer Distanz macht die Tore, das ist ja unglaublich. Aber da war ich jetzt mal parteiisch, ne? Ja, du hast dich auch für Chiara Loos entschieden. Warum? Weil sie einfach bombastisch spielt, technisch unwahrscheinlich stark ist, eine gute Flügelspielerin mit sehr guter Übersicht bei Flanken, dass sie ihre freistehende Mitspielerin sieht, selber Tore schießt, also die bricht auch durch. Wenn sie sieht, sie kann niemanden anspielen, dann hat sie auch so viel Selbstvertrauen, dass sie eben halt durch die Reihe durchgeht, durch die Abwehrreihe und schließt dann eiskalt ab. Läuferisch, wie gesagt, ein hohes Pensum. Und die hat sich wirklich aufgearbeitet in jedem Spiel. Und ich meine gesehen zu haben, dass sie die letzten Spiele so ein bisschen abgebaut hat. Ja. Was aber normal ist. Das ist ja kein Vorwurf. Es ist wirklich kein Vorwurf. Wer so viel läuft, so viele Kilometer abreißt, in so vielen Spielen, 22 und dann noch Pokalspiel und was so dann Freundschaftsspiele, dann darf man auch mal gegen Ende der Serie abbauen. Ist also kein Vorwurf, absolut nicht. Also ich mag sie. Einfach. Ja, ich glaube auch, dass bei ihr das vielleicht am meisten zu begründen ist, das Abbauen, weil sie mir tatsächlich in vielen Spielen von Sand auch allein vom Selbstbewusstsein auch aufgefallen ist, was ja bei Sand erstmal ein Grundproblem war dann in der Krise sozusagen. Und sie hat da extrem rausgestochen und deswegen wahrscheinlich den Rückgang, den du beobachtet hast, ja, damit zu vertreten. Andreas hat auch eine Spielerin nominiert, die er auch schon oft erklärt hat. Ich würde aber trotzdem zum Einstieg mal dich fragen, hättest du gedacht zu Beginn der Saison, dass du sie später mal nominieren wirst? Ganz bestimmt nicht. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich sie in meine Wunschaufstellung bei Bayern einfügen würde für einen normalen Spieltag. Also definitiv ist ein Feld mit einem Weg an Sarah Zadrazil vorbei. Das jetzt im doppelten Sinne auch auf dem Platz geht kein Weg an ihr vorbei. Du kommst ja nicht an ihr vorbei. Sie erobert ja jeden Ball. Also da kommt ja fast nichts durch, was unsere Abwehrspielerinnen noch bereinigen müssen in den normalen Spielen. Also sie hat mich wirklich beeindruckt als defensive Mittelfeldspielerin auf der 6 überragend. Auch ihre Zweikampfstärke und da habe ich jetzt leider keine Statistik gesehen, viel gelbe Karten, ich glaube ganz wenig. Also sie geht in sehr viele Zweikämpfe und geht da auch fair rein, erobert einfach die Bälle, sie steht richtig, sie läuft die Bälle ab und bringt sie dann wieder nach vorne, wie sie so schön im Interview in Elfen, in diesem Magazin gesagt hat, ich muss ja nicht viel machen bei uns, ich muss ja nur die Bälle erobern und nach vorne bringen, den Rest machen ja die anderen. Ja, aber das musst du erstmal machen. Also ganz wenn man jetzt Saison. Wenn wir bei Lena Oberdorf zum Beispiel sagen, sie macht die Zweikämpfe ab und zu mal unfair. Ja. Sie gewinnt die Zweikämpfe zwar, aber dann hart an der Grenze bis eine gelbe Karte. Ja. Dann ist das genau das Gegenbeispiel. Die gewinnt die Zweikämpfe, aber richtig körperlich. Aber die fault die Gegenspielerin nicht, sondern nimmt ihr den Ball weg. Ja. Das muss man ganz klar sehen. Ja. Also geht da richtig mit dem Körper rein, aber fair. Und verdrängt die Gegenspielerin vom Ball. Habe ich ein paar Mal schon beobachtet, also das muss ich schon sagen, klasse. Ja, auch wirklich eine der Gewinnerinnen der Saison bei Bayern, die man vorher nicht auf dem Zettel hatte. Ja, auf jeden Fall. Und erinnert vielleicht, Andreas, an welche Spielerin, Ex-Spielerin von Bayern? An wen sie mich erinnert? Ja, vielleicht, also mir würde jetzt jemand einfallen direkt. Oh,
Das ist schwer zu sagen. Ich schätze, also mich erinnert sie ganz stark an Melody Leupolz, muss ich sagen. Also irgendwie von der Spielweise. Vielleicht nicht so, wie sie bei Bayern war, aber so wie Melly jetzt bei Chelsea spielt, finde ich, ist das schon echt vergleichbar. Ja. Also Melly Leupolz ist auch eher noch eine Führungsspielerin, ja, die so das Spiel an sich reißt oder die Mannschaft mitreißt. Das ist Sarah Zadrazil nicht. Die ist eine Arbeiterin. Also ich habe sie immer gern mit Javi Martinez von der aus besten Zeiten, so Champions League Saison 2013 verglichen. Ja. Das war immer so, dass ich sage, sie beherrscht diese Sechserposition und dieses defensive Mittelfeld wie eins der Javi bei den Männern. Auch interessantes Beispiel auf jeden Fall, ja. Wir gehen mal zur nächsten Position. Da habe ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt gemacht. Da war es sehr, sehr, sehr naheliegend, die Torschützenkönigin zu nominieren. Könnt ihr vielleicht kurz danach was zu sagen? Ich habe Lynn Bernstein von Bayern nominiert. Ja, Bayern, tolle Saison, sagen wir jetzt bestimmt zum 10. Mal schon. Freue mich wirklich zum Beispiel, sie halt morgen zu sehen, weil ich sie wirklich eine richtig tolle, schnelle Spielerin, also wirklich nach meinem Geschmack, mega Spielerin, auch in den internationalen Spielen auch wieder mega aufgefallen, steht immer nicht so im Mittelpunkt, weil sie ja gar nicht so oft trifft, glaube ich, so wie ich es mitbekomme. Aber wie sie halt mit dem Ball umgeht, die Schnelligkeit am Ball, das ist unfassbar und hat sich einfach in Holland irgendwie an einem großen Star vorbeigespielt mit Janice van der Sanden. Und ich gehe davon aus, dass Holland auch mit ihr ins Turnier geht. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, die hat wirklich stark aufgespielt. Auch zum Ende der Serie hat es nochmal richtig durchgezogen. Die Linnes Berenstein ist auch jemand, die musst du immer schön, es auf Deutsch gesagt, in den Arsch treten. Das ist jemand, die musst du motivieren zu jedem Spiel. Die musst immer wieder irgendwas erzählen, dass ein Tor schießt oder dass sie die bessere ist. Du musst mit der unwahrscheinlich viel psychologisch arbeiten, dass sie auch bereit ist, da 90 Minuten zu gehen. Und wenn du das schaffst, wieder Scheurer, dann geht das auch. Ja, warum hast du Nicole Biller nominiert, wenn du jetzt schon... Der Klaus? Ja, gerne Klaus, ja. Ja gut, also weil sie eine Torjägerin ist, eine richtige Torjägerin ist, sie ist klein, sie ist wendig, hat eine sehr gute Spielauffassung, ist eiskalt vor dem Tor, wenn die frei steht... Oder auch, wenn sie nur die Möglichkeit sieht, dass sie da einklinken kann, macht sie das. Ist nicht umsonst die Torschützenkönigin geworden. Ich hab mir überlegt, Laura Freigang, ich meine, ich hätte das auch irgendwo noch geschrieben, oder sie. Tut mir leid um Laura, ich mag die auch wahrscheinlich gerne, aber ich habe mich dann für die Torschützenkönigin dann entschieden, weil das eigentlich dann so auch logisch ist, ne? Ja, bei Holger kann ich schon sagen, Laura kommt auf jeden Fall noch bei Holger, aber trotzdem die Frage an Holger, wer ist besser, Nicole Biller oder Laura Freigang, beziehungsweise wer war die Saison besser? Die Saison Nicole Biller. Es ist umsonst Torschützenkönigin geworden. Steht da, netzt einen nach dem anderen, weiß halt, wie es geht. Bei Laura ist noch die Unerfahrenheit, die wird aber jetzt in der neuen Saison mehr Tore machen. Ja, die ist einfach, die Nicole Biller ist einfach abgebrüht, ne? In Anführungsstrichen. Ja, ist auch ein bisschen älter. Ja, natürlich, hat mehr Erfahrung, ne? Ja. Also, und würdest du denken, es würde Sinn machen, sie zu holen nach Frankfurt, oder ist Frankfurt einfach gut besetzt auf der Position? Im Sturm würde ich keinen mehr holen. Ja. Also eher auf anderen Positionen, wo da schon Gerüchte sind, die auch zu besetzen sind dann. Mhm. Also auf zwei, drei Positionen muss man sich da verstärken und dann ist dritter Platz auf jeden Fall drin. Okay, da wird sie sicherlich was dagegen haben als Hoffenheimerin, eine der wenigen, die bleibt glücklicherweise. Das ist vielleicht ein ganz gutes Zeichen. Andreas, vielleicht kurz noch was dazu, auch wenn die Zahlen für sich sprechen.
Sie hat jetzt mich die zweite Saison in Folge unglaublich beeindruckt. Und Klaus hat eigentlich schon alles gesagt. Das brauche ich nicht wiederholen. Also 22 Saisonspiele, 23 Tore. Und du darfst sie nie aus den Augen lassen. Wenn sie im Strafraum an den Ball kommt, dann netzt sie ein. Also ganz tolle Saison von Nicole Bilar und steht für mich ohne Frage da im Sturm zurecht drin. Die ist so unschuldig, so unscheinbar. Wenn du neben ihr stehst, ich habe ja mit ihr ein Foto gemacht, ich habe sie gefragt, können wir mal ein Foto machen, dann guckt sie mich so an, ja, gerne, so auf Österreichisch, dann haben wir ein Foto gemacht, total schüchtern, die ist wirklich schüchtern, und dann auf dem Fußballplatz, da vergisst sie die ganze Schüchternheit und macht und klingt dann ein, wenn die sofort, wenn die Platz hat, klingt die ein, unglaublich. Aber auch da, die Zahlen sprechen ja für sich. Also das ist eine überragende Leistung, vor allem bei der drittplatzierten Mannschaft, die jetzt nicht wie Bayern oder Wolfsburg in den letzten Saisons immer viele Tore erzielt haben, gerne mal ein 8-0, wie jetzt beim letzten Spiel bei Wolfsburg, sondern halt wirklich die Stürmerin bei Hoffenheim. Tolle Saison. Wir gehen mal weiter. Auch da muss ich sagen, habe ich mich wieder unbeliebt gemacht, aber da einfach aus dem einfachen Grund, da würde ich Klaus mal zitieren, weil ich wusste, dass ja Lea Schüller kommt. Für mich gehört trotzdem Milena Nikolic mit rein, weil sie auch eine ganz, ganz große Überraschung war. Keine junge Spielerin, die jetzt irgendwie wie Jule Brandt auf einmal aufgetaucht ist, sondern einfach eine Spielerin, die wirklich eine Mega-Saison gespielt hat, wie eigentlich ihre komplette Mannschaft. Und es hat mich sehr gefreut, dass sie so gut gespielt hat. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wahrscheinlich kaum so gespannt wie bei einer anderen Spielerin, ob sie nochmal daran anknüpft. Und jetzt gerne feuerfrei ihr. Auch da kann Holger gerne mal loslegen. Warum Lea Schüller? Lea Schüller, jung, schnell, dynamisch und netzt letztendlich immer ein, weiß, wo man stehen muss als Stürmerin und gibt halt nicht so schnell auf vorm Tor. Also sehr angenehme Stürmerin für die Abwehrspieler halt. Auf jeden Fall, da ist bestimmt Zustimmung bei Andreas. Absolut. Vor allem, weil sie eigentlich alles kann. Sie schießt ihre Tore aus dem 5-Meter-Raum, aus dem Strafraum, sie köpft sie. Sie hat einen unglaublichen Antritt, wenn man sie steil schickt, da ist sie kaum zu halten und verwertet dann auch, netzt auch noch ein. Also tolle Saison gespielt, oder besser gesagt, tolle zweite Saisonhälfte gespielt. Sie hat einige Anlaufschwierigkeiten gehabt, das hat sie auch in einem Interview erklärt. Alles war neu, als sie von Essen nach München kam. Sie hat zum ersten Mal wirklich professionell Fußball gespielt. Von den ganzen Rahmenbedingungen, von den Trainingszeiten, zwar alles neu, und sie hat ihre Zeit gebraucht. Und ich kann mich erinnern, Pokalspiel im Januar beim Walddorfer SV, Drittligist, war eine klare Sache für Bayern. Lea Schüller hat 5-mal getroffen. Das war wie, als wenn der Knoten geplatzt wäre. Ab da hat sie in jedem Spiel getroffen. Und ja, auch hier muss man sagen, das Mädel ist auch erst 23 Jahre und ist schon Stammspieler in der Nationalmannschaft. Hat jetzt 16 Tore gemacht, davon gefühlt 2/3 oder 3/4 in der zweiten Saisonhälfte. Also tolle Saison und hat mich echt begeistert. Ja, also das stimmt, das hätte ich jetzt auch nochmal gesagt, wenn du es nicht gesagt hättest. Bei ihr ist, glaube ich, wie bei keiner anderen, glaube ich, dieser Quantensprung nochmal zu sehen, weil sie einfach von Essen nach Bayern ganz andere Bedingungen hatte. Wie hast du diesen Sprung gesehen, Klaus? Ja, das ist natürlich erstmal so ein Riesensprung, aber ich habe ihr den absolut zugetraut, weil sie ja damals schon in der Nationalmannschaft gute Spiele abgeliefert hat. Sie hatte zwischendurch dann auch mal ein kleines Tief. Was der Andreas schon gesagt hat, hohe Geschwindigkeit, Konterspiel, die überrennt die Abwehrspielerin, die geht auf 1:1 gegen die Torhüterin und macht das Ding. Mhm. Entweder geht sie dran vorbei oder schiebt dran vorbei. Eiskalt, guten Schuss, ja, einfach gut. Kopfball stark. Was willst du mehr? Dann kannst du auch mal Alex Popp nach hinten ziehen. Und die hast du dann vorne drin. Dann brauchst du Alex Popp nicht mehr als Kopfballverwerterin. Ist einfach klasse, ja. Ja, auf jeden Fall. Und jung ist auch. Jung, genau.
da können wir noch lange von profitieren. Ja. Die kann ja noch, die wird ja noch stärker. Also wenn Lea Schüller sich nicht verletzt, wird die mit Sicherheit noch mehr Erfahrung bekommen und wird noch stärker werden in der Ausbeute der Tore und was da ich mal zugehört. Ne? Und leider trotzdem möchte ich das nochmal anmerken, eine von vielen Ex-Essnerinnen, die wir jetzt hier in der Liste haben. Also wirklich sehr, sehr schade für den Verein. Andererseits zeigt es einfach tolle Arbeit und ich glaube, auch die Saison hat Essen wieder gezeigt, auch wenn jetzt im Gesamtverbund es nicht so gut geklappt hat, aber mit Jana Feldkamp und Lena Ostermeier zum Beispiel haben sie ja wieder zwei sehr, sehr gute Spielerinnen. Johannes nicht vergessen, ne? Genau, Stina Johannes, genau. Und das scheint immer so weiterzugehen. Ganz gut für den deutschen Fußball. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Bild nochmal. Da haben wir zwei Spielerinnen. Wie viele hast du denn da? Das ist jetzt die letzte von den drei Stürmerinnen. Da haben wir jetzt zwei Spielerinnen, die ich finde, in den nächsten Jahren einfach die beiden großen Stars der Bundesliga sein können. Also nachdem uns Pernille Harder, Caro Hansen, Viv Medema, Melanie Leupolz, aber auch früher schon bei Frankfurt Lieke Martens und so verlassen haben in der Bundesliga, scheint Eva Pajor jetzt die Rolle einzunehmen, der großen Spielerin zumindest in Wolfsburg. Und Laura Freigang ist einfach, ja, auch wie bei Jule Brandt schon gesagt, und Sydney Lohmann ein sehr, sehr tolles Vorbild, eine sehr, sehr kluge Spielerin auch. Eine Spielerin, die mega vom Verein auch gepusht wird, von den Marketing-Leuten, die da sind. Und ich glaube, der Kopf einer tollen Mannschaft, die wir nächste Saison sehen. Da hat Holger bestimmt auch einiges zu sagen, ja. Tja, mit Laura Freigang wirst du dann in den nächsten Jahren gut zu rechnen haben. Bisher große Schwankungen gehabt. Ich glaube, vom Oktober war das bis im März, wo es gar nicht so lief bei ihr. Und danach lief es auch wieder besser bei ihr, kam wieder rein und hat ihre Tore gemacht. Aber gefühlt schon so, auch dass wenn Frankfurt schlecht oder wenn sie schlecht spielt, spielt Frankfurt auch schlecht und wenn sie gut spielt, spielt Frankfurt auch gut, oder sehe ich das? So ungefähr, ja. Aber letztendlich ist sie abhängig von den Spielerinnen, die im Mittelfeld die Bälle nach vorne verteilen. Da hat es halt überwiegend gehapert in Frankfurt in der Saison. Ja gut, da hat es auch noch Pech gehabt, dass sie eben halt gegen Meppen hat so mal einen versiebt. Ne? Das kommt natürlich noch, kommt dazu. Ne? Das war ja nicht nur Meppen, das war Freiburg und ja, da andere zwischen Oktober und März, wo es gar nicht so... Ja, Elfmeter verschossen. Ne? Elfmeter hat sie verschossen. Das kam ja dann alles noch mit dazu, ja, dann ja. In der Krise halt. Aber eigentlich eine Spielerin, die da reingehört und mal schauen, was da in der nächsten Saison noch rauszuholen ist bei ihr. Vielleicht an Andreas jetzt nochmal ergänzend die Frage, weil du ja auch die Nationalmannschaft verfolgst. Ich finde, bei Laura ist es halt, sie ist halt auch noch relativ jung. Also 23 ist jetzt auch noch nicht so das Alter. Sie ist aber wirklich der Kopf von Frankfurt auf jeden Fall, von einem großen Verein, der jetzt versucht, große Schlagzeilen zu machen, dass sie wirklich die Vorzeigespielerin. Und auch beim DFB ist es ja so, dass gefühlt jede zweite Pressekonferenz mit ihr ist, sie immer wieder zu sehen ist. Denkst du, sie hält das durch? Oder ja, wie macht sie das, dass sie so, so im Fokus stehen kann schon mit 28? Ja. Also bis jetzt macht sie einen sehr guten und sehr stabilen Eindruck auf mich. Mal sehen, wie sie mit dem ganzen Medienrummel noch weiter umgeht. Aber bis jetzt, sie hat eine gute Saison gespielt und sie war bei mir im Sturm auch eine starke Überlegung, ob ich sie nicht reinnehme. Also ja, ich sehe sie im Moment noch mehr so als Strafraumspielerin. Also da sind viele Tore, die sie so aus... Ja, auch Abstaubertore oder so, einfach mal richtig gestanden und so. Lea Schüller hat noch mehr Qualitäten gezeigt diese Saison. Mal sehen, wie sich Laura Freigang entwickelt. Sicher noch
Ja, eine spannende Spielerin. Also ich finde es ja wirklich mega interessant, weil ich finde, so viel ist nicht zwischen Lea Schiller und Laura Freigang. Trotzdem ist ja medial, wird ja Laura irgendwie ganz, ganz anders behandelt, oder? Also siehst du es auch so? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch eine Sache von der jeweiligen Person, Persönlichkeit. Also die Lea Schiller ist eine sehr stille, zurückhaltende Person. Also ja, während Laura geht da bis jetzt sehr offen und gut damit um, mit dieser ganzen Publicity. Also sag mal, wenn ein Mikrofon dasteht und beide haben es gleich weit zum Mikrofon, dann der Freigang geht hin und Lea Schiller hält sich lieber zurück und sagt, ach Gott sei Dank geht die hin. Ja, das ist so ein bisschen überspitzt formuliert. Aber genau, am Ende glaube ich nicht nominiert, das kann ich im Namen von Klaus und Andreas wahrscheinlich auch sagen, weil Frankfurt wahrscheinlich einfach nicht die Saison gespielt hat, die wir erhofft haben. Ich glaube aber, dass wir sie trotzdem nächstes Jahr bestimmt wiedersehen, weil wir, glaube ich, von Frankfurt ganz viel halten, mindestens Platz 3. Und trotzdem würde es mich jetzt interessieren natürlich, warum ihr beide Eva Pajor genannt habt. Ich hoffe nicht nur, weil ich so oft den Namen dieses Jahr gesagt habe. Also erstmal muss ich was zu der Laura Freigang ja, sagen. Ja, gerne, gerne. Ne? Also ist so, dass sie hat mein Herz gewonnen, als sie mit dem Mähdrescher-Spruch kam. Das ist jemand, der offen, unzensiert spricht. Und sowas brauchen wir im Frauenfußball. Auch mal solche Sprüche. Dazu gehört eben halt, dass sie im Fußball noch gut spielt, dass sie im Strafraum so diese Abstauber macht, so wie Andreas. Sie ist total unterschiedlich zu Lea Schüller. Lea Schüller arbeitet nach hinten sehr viel, also unwahrscheinlich viel Bewegung vor und zurück. Da ist Laura Freigang so ein bisschen anders vom Verhalten her, aber trotzdem auch eine super sympathische Spielerin und was ich so gesehen habe, was ich mitkriege, die Interviews sind toll, was sie macht, immer mit so einem kleinen Witz dahinter. Ja, sie hat mein Herz gewonnen. Ne? Hast du den Witz mit gestern auch noch mitbekommen vom DFB? Mit nee. Dem im Hotel, der Weg war so weit hierher, jetzt habe ich erstmal Hunger, obwohl das nur 20 Minuten war. Ja, ja, ich sag mal, aber sowas brauchst du, sowas müssen wir haben, die dann auch mal irgendwie so einen Spruch in die Kamera sprechen, wo du dann auch mal drüber lachen kannst. Ne? Und wie gesagt, das mit dem Mähdrescher, das wurde viel zu hoch gepusht, da hätte man viel lockerer mit umgehen müssen. Ich tue es, ich mache gerne Witze. Ich hätte ihr zum Beispiel auch gerne zu Weihnachten hätte ich ihr einen Mähdrescher geschickt, einen kleinen Spielzeug-Mähdrescher. Ne? Da, wo ja. sie wohnt, passt er aber nicht hin. Bitte? Da, wo sie wohnt, passt er aber nicht hin. Ah, okay, alles klar. Eva Pajor, die habe ich jetzt gewählt, ja nicht nur, weil du sie immer erwähnst, die netzt ja überall ein. Die netzt bei Wolfsburg ein, die netzt in der Nationalmannschaft ein, jetzt ja wieder 3 Tore gemacht, ne, gegen Tschechien. Ist eine unwahrscheinlich gute Flügelspielerin und die geht auch in die Halbpositionen rein, in den Strafraum. Sie spielt quer vorher, sie macht die eigenen Abschlüsse, sie läuft, hat eine unwahrscheinlich hohe Geschwindigkeit, also müsste in der Bundesliga eine sein, die haben eine der schnellsten Spielerinnen in der Bundesliga, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wie gesagt, Komplettpaket. Ne? Defensive, meine ich, habe ich sie nicht so oft gesehen, aber es muss ja auch nicht unbedingt sein. Ne? Ich also, glaube, zur Schnelligkeit kann ich dir sagen, es gab mal bei diesem Finalturnier letztes Jahr, bei der Champions League, wurde das alles gemessen von den 8 Mannschaften, die mitgespielt haben. Da war sie tatsächlich die schnellste Spielerin. Ja, also da ja. hast du auf jeden Fall recht. Ja, gerne Andreas auch noch zu Eva. Ja, Eva Pajor hat praktisch nur eine halbe Saison spielen können, weil sie in der Vorrunde verletzt ausgefallen ist und trotzdem unglaublich viele Tore geschossen, unglaublich wichtig gewesen für Wolfsburg. Sie ist, wie der Klaus sagt, das Gesamtpaket, sie ist eine Mannschaftsspielerin und aber auch eine unglaublich gefährliche Einzelspielerin da vorne. Du kannst sie ja keinen Augenblick aus den Augen lassen. Wenn sie einen Ball hat, dann macht sie ein Tor. Bezeichnet im Pokalfinale, wer macht das entscheidende Tor und auch noch ein tolles, tolles Tor, nicht bloß ein Abstauber-Ding. Also, dass Wolfsburg am Ende
bis zum Schluss um den Titel mitgespielt hat und Pokalsieger geworden ist, auch weil Eva Pajor in der Rückrunde wieder dabei war. Du, Andreas, eine Sache. Hm? Abstaubertore, ne? Die sind auch wichtig. Auch, ja? Ich habe die früher viel gemacht. Ne? Ja, gab Müller auch. Ja, sicher. Aber ja, ich meine es ja im positiven Sinne. Ja, natürlich. Als Mannschaftsspieler, als Einzelspieler, die kann davon alles. Und hätte sie die ganze Saison topfit spielen können, wer weiß, ob nicht Wolfsburg wieder Deutscher Meister geworden wäre. Also das ist auch wirklich eine Unterschiedsspielerin da vorne drin. Ich glaube auch, den Unterschied macht sie auch, weil sie vorne zumindest wirklich viel arbeitet. Also was der Stefan Lerch oft gemacht hat, ist, dass er halt mit einer Dreier, also zwei Sechsern, drei im Mittelfeld und sie alleine vorne, weil sie dann extrem viel läuft, auch noch in der 85. Minute. Und ich muss immer wieder sagen, ich war ja selbst Trainer bei mehreren Mädchenmannschaften und wenn ich mir eine Spielerin hätte ausdenken können, wäre es genau sie gewesen. Also wirklich eine, die immer läuft, die auch verliebt ist, glaube ich, in Fußball, auf jeden Fall. Und die immer, wenn sie einen Ball hat, auch versucht, einen Abschluss zu suchen. Das ist auch irgendwie was ganz Besonderes. Ich möchte jetzt nicht zu lange reden wieder über sie, aber wirklich eine Spielerin, um das zu sagen, wie ich es mir ausgedacht hätte. Und ich hätte sie auch fast nicht nominiert tatsächlich, weil sie einfach nur eine halbe Saison gespielt hat. Aber sie hat jetzt in 600 Minuten, glaube ich, nochmal 11 Tore oder so oder 12 Tore gemacht. Und hat Wolfsburg zumindest beim Aufbäumen ein bisschen geholfen. Deswegen gehört sie trotzdem mit rein. Und was der Klaus auch schon gesagt hat, in der Nationalmannschaft läuft es auch sehr gut. Champions League war auf jeden Fall eine Mega-Enttäuschung. Da hat Wolfsburg es ja mit einem 4-3-3 versucht, mit Rebecca Blomqvist. Das hat auch im Pokalfinale, ich glaube, die erste Halbzeit auch überhaupt nicht geklappt. Die beiden zusammen. Und ja, ich hoffe, sie bleibt fit. Dann haben wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder eine Chance, genau. Ja. Und was ich dazu sagen muss noch, zu Eva Pajor, sie ist ein Firebeast. Wenn ihr jetzt mal nachher in die Gruppe reingeht, dann gibt es ein Video von der Nationalmannschaft, wie sie feiern nach dem Sieg 5-0 gegen Tschechien. Ist unglaublich. Und wer ist da mit im Vordergrund? Eva Pajor. Also man kann es gar nicht glauben. Aber sie lächelt, ne, auf dem Foto. Das ist so eine Frohnatur. Ist unglaublich. Ja. Die ist, Frohnatur, hast du glaube ich, recht. Was mir immer auffällt, ich beobachte sie ja wirklich als Riesenfan immer irgendwie ganz genau. Weiß auch, dass sie zum Beispiel beim Training immer die ist, die Erste, die kommt, die Letzte, die geht, weil Cristiano Ronaldo ihr großes Vorbild ist, aber immer zurückhaltend, immer sehr, sehr nett, vielleicht auch durch die sprachliche Barriere, sagt nicht viel, aber wenn dann Leistung gezeigt wurde und sie gewonnen hat, das kann man immer beobachten, das kann man vielleicht beim nächstes Jahr beim Pokalsieg und nächstes Jahr bei der Meisterschaft dann beobachten, da ist sie immer ganz vorne mit dabei, das ist total verrückt, aber wenn dann der Erfolg da ist, dann ist sie ganz vorne dabei, ist schön, dass nicht nur ich das beobachtet habe. So, jetzt kommen wir zu den ganz interessanten Sachen. Wir kommen nämlich zur Spielerin der Saison. Da haben wir uns ausgedacht, jeder von uns nominiert eine Spielerin und ihr habt am Ende die Chance zu wählen, indem ihr bei YouTube kommentiert, bei Instagram nominiert. Da seht ihr den Namen hier unten links. Oder auf unserer Facebook-Seite gibt es auf jeden Fall nochmal einen Post und dann gerne für diejenige abstimmen. Wir lassen ihr auf jeden Fall eine Medaille oder einen Pokal zukommen. Und damit hat sie dann quasi die Spielerin der Saison gewonnen. Und ich fange mal an gleich mit meiner. Für mich Lena Oberdorf, hatten wir alle vier nominiert, kann ich ganz kurz machen. Hat uns wirklich die Saison den Arsch gerettet, wie schon gesagt. Vielleicht als kleines Dankeschön hier die Nominierung. Hat viele Fans, auch ich mag die Art und Weise, dass sie vielleicht in den Zweikampf auch mal sehr, sehr hart reingeht. Ist in den manchen Momenten auch wichtig fürs Team. Und Holger kommt jetzt zu seiner nächsten Spielerin, zu seiner Spielerin der Saison. Ja, bei mir ist Tabea Wasmut geworden, weil Aufschwung mit Hoffenheim auf Platz 3 einer von den Personen ist, die damit was zu tun hat.
übers Mittelfeld die Tore vorbereiten oder letztendlich auch selber zu machen. Ich glaube, ja, stellvertretend für die ganze Mannschaft. Hoffenheim, ja. Sehr, sehr gut. Vielleicht auch so kurz, Andreas, zu Sidney Lohmann wurde ja auch schon viel gesagt. Ja, ich habe eigentlich schon alles gesagt. In diesem jungen Alter Anführerin beim Meisterteam, also mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Sie hat alles von defensivem Mittelfeld bis zu Torjägerqualitäten, kann sie alles spielen. Und ich denke, da steht noch eine Riesenentwicklung bevor. Also hoffen wir, dass sie ohne Verletzung bleibt. Dann wird das eine der Spielerinnen, die auch die Nationalmannschaft über Jahre hinaus prägen kann. Und dann haben wir jetzt von den ersten drei eine Spielerin und vielleicht in der unteren Tabellenhälfte vielleicht eine der auffälligsten Spielerinnen mit einer tollen Entwicklung hat dann Klaus nochmal nominiert. Ja, also wie gesagt, ich habe es hier anfangs unterschätzt, habe ihr Unrecht getan, muss ich ganz klar sagen, ich habe ihr Unrecht getan, obwohl die ja Jacinta Weimar auch bestimmt gute Spiele gemacht hat und auch viele, viele scharfe Schüsse abgewehrt hat. Aber Jasmin Pahl hat einfach gezeigt, dass sie den Strafraum beherrscht, dass sie mitspielen kann, dass sie also wirklich auch entsprechend mal, dass man zurückspielen kann bei ihr. Das kannst du bei Jacinta nicht so gut. Ja, sie ist für mich aufgrund der letzten Wochen die Spielerin der Saison. Ja, gerne abstimmen. Wir freuen uns natürlich über eure Meinungen und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall was zukommen lassen, auch hoffen darauf, dass es eine Rückmeldung gibt, die wird sicherlich geben, dass diejenige auch zu Wort kommt. Und Gleiches gilt jetzt auch für die nächste Wahl, und zwar haben wir uns den Trainer der Saison auch noch überlegt. Da habe ich stellvertretend einfach den Trainer, der für mich Mannschaft des Jahres, und das ist entgegen allen Erwartungen vielleicht Bayer Leverkusen geworden, für mich persönlich, die wirklich sehr, sehr toll gespielt haben. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Klar, Mina Tanaka vielleicht muss man vorausstellen, aber auch im Sommer haben sie, oder die Hinrunde haben sie eine tolle Saison gespielt und ich schätze, da wird der Trainer einen ganz, ganz großen Anteil haben. Und ja, ein alter Hase, ich glaube, da kann ich mir als Trainertalent vielleicht oder als junger Trainer ein bisschen was von abgucken. Und ja, erstmal Gratulation an die tolle Saison, das ist meine Nominierung. Genau, Holger hat auch wieder einen Hoffenheimer nominiert. Ja, Gabor Galay, weil Hoffenheim unerwartet die Champions-League-Plätze erreicht hat. Und das in seinem ersten Jahr als Cheftrainer. Und einfach auch ganz viele Spielerinnen entwickelt hat. Also das ist ja auch als Trainer immer nicht zu unterschätzen, dass die Spielerinnen ja auch alle wirklich nochmal einen Riesensprung gemacht haben, oder? Ja. Der Trainer bindet das Kapital in einem Verein. Das ist ein guter Satz auf jeden Fall. Wird gesteigert dort. Ja, ja. Das ist der Spruch der Saison. Das ist der Spruch der Saison. Dann kommen wir mal weiter zu Andreas. Glaube, da kann jetzt jeder Zuschauer mal kurz für sich selbst wetten, wer es ist. Natürlich ist es Jens Scheuer. Ja, er hat die Bayern zur Meistermannschaft geformt und wie ich ja schon vor ein paar Wochen mal kommentiert habe, ist wirklich seine Mannschaft auch vor der Saison nochmal 7, 8 Abgänge, 7 neue Spielerinnen wirklich ins Team integriert, die Mannschaft zusammengeschweißt zu einer Einheit. Also ja, dieser Titel ist auch der Titel des Trainers, der wirklich seine Mannschaft geformt hat, sein System, sein Spielsystem umgesetzt hat. Deswegen. Und die Mannschaft liebt ihn ja. Ja, die liebt ihn wirklich. Ich glaube, die Mannschaft liebt ihn. Und ich glaube, die Mädels kämpfen für ihn. Und er ist wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Ich glaube auch jemand, der natürlich eine beeindruckende Persönlichkeit, sonst hätte er diese Sensation nicht geschafft, ist dein Trainer, Klaus. Ja, ich hatte gedacht, Sand ist abgestiegen. Also für mich war Sand weg.
nach der desaströsen ersten Halbserie und den Spielen der Rückserie. Und dann kommt eben halt die Windmühle, so nennt man ihn, glaube ich. Der hat das irgendwie so ein bisschen kreiert. Ein Motivationskünstler, unglaublich, aber auch ein guter Trainer. Also das ist auch wieder so ein Gesamtpaket. Aber er hat viel über Motivation gemacht, über die Psychologie, hat die Spielerin einzeln angesprochen, hat sie in die Verantwortung genommen, das ist auch ganz wichtig. Und hat wirklich das Unmögliche möglich gemacht und hat SC Sand wirklich zum Klassenerhalt geführt. Aus dem Grunde ist er für mich wirklich der Trainer jetzt der Saison, weil er Unmögliches möglich gemacht hat. Mir ist natürlich klar und bewusst, dass eine ganz große Leistung der anderen Trainer dahinter steckt, die über eine ganze Serie eine Mannschaft motivieren mussten und zu einer guten Form führen. Also da sind schon sicherlich Welten zwischen, aber hey, das muss man würdigen und deswegen ist er für mich der Trainer. Ja, ein Trainer, der nur zwei Spieltage, ist das richtig? Ja, zwei Spiele da. Vier. Und halt in vier Spieltagen was Unglaubliches geleistet hat. Ich glaube, es wäre eine ganz besondere Sache, wenn ein Spieler, der vier Spieltage nur da war, Trainer wird, weil es auch einfach eine verrückte Geschichte ist, aber auch verdient. Also ich finde, man kann in dem Punkt zumindest nicht argumentieren, naja, der war nur vier Spiele da, weil was er in diesen vier Spielen geleistet hat, ist wirklich sagenhaft, auch vom Auftreten der Mannschaft. Vom Auftreten der Mannschaft, wenn du die Punkte, der hat mehr Punkte geholt als die Vorgängerin in vier Spielen. Das Torverhältnis hat er ganz klar für sich entschieden. Gut, das spricht das 6-0 gegen Bremen natürlich eine deutliche Sprache, aber trotzdem viel weniger Gegentore gekriegt, taktisch umgestellt. Das sage ich nochmal ganz klar und deutlich. Und ich habe die Spiele gesehen, vorher auch. Da ist eine andere Taktik dahinter gestanden. Clever gespielt von hinten raus, auch ruhig gespielt, clever gespielt. Und ja, haben sie eben halt gezeigt im Meppen, dass sie das umsetzen können, das Nervenkostüm im Griff haben. Und das ist auch eine Leistung, ne? Dass sie dann da im Meppen das wichtigste Spiel des Jahres dann auch 2-0 gewinnen. Ne? Ja, und nicht unverdient. Absolut verdient und einfach das Auftreten der Mannschaft, wie gesagt, war ganz anders. Ja, genau, ihr stimmt am Ende ab. Ihr werdet auf jeden Fall bei Instagram und bei Facebook einen Poster zu sehen. Wie gesagt, hier in den Kommentaren. Und dann würde ich wieder Klaus das Wort übergeben, ja. Okay, vielen herzlichen Dank, Max. Also eine großartige Arbeit wieder. Ich habe es ja schon in dem Interview angedeutet und gesagt, du machst wirklich klasse Arbeit und das ist ja nun unentgeltlich. Die Layouts sind wirklich mit Geschmack und kann man nichts, ich bin absolut begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe auch, die Zuschauer und die Zuhörer können das ja nicht sehen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dich so einbringst. Wirklich. Also, oder Andreas, das ist doch wirklich klasse gewesen, oder? Ja, super. Präsentation, Also die Präsentation war einfach cool, geil. Ich sag's einfach mal im neuen Slang, geil. Ne? Besten Dank. Und die Überleitung habe ich natürlich. Die Präsentation. Dankeschön. Und die Überleitung natürlich habe ich von Klaus gelernt. Das brauche ich auch keinen erzählen. Naja, und die Moderation war klasse. Genau. Du hast alles mitgenommen. Aber alles von dir gelernt, deswegen. Oh, ja. Okay, dankeschön. Vom alten Herrn. Nein, ich fand das wirklich gut präsentiert. Die Bilder und was, das ist ja stundenlang Arbeit hinter. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Also, ja, die Zuschauer stimmen jetzt ab auf YouTube und auf YouTube. Ne? Auf YouTube, und da können sie schon. Gerne auch auf Facebook und Instagram. Wir versuchen dann alles zusammen. Genau. Einige haben ja schon kommentiert. Das schreiben wir dann entsprechend auf, ne? Richtig, Max? Genau. Und daraus machen wir dann, da bilden wir was. Pokal habe ich auch schon ausgesucht, habe ich dir mal rübergeschickt. Vielleicht ist das ja was. Also Pokale gibt es genug, auch sagen wir, für unseren Geldbeutel eigentlich erschwinglich. Und dann freue ich mich schon, dass wir das entsprechend übergeben können oder schicken können. Das wird ja echt der Knaller, ne? Wenn wir das machen können. Ja,
nochmal vielen herzlichen Dank. Ich denke mal, wir sind am Ende. Oder habe ich was vergessen, Holger? Nee, ne? Heute habe ich nichts vergessen. Nein. Es war wieder ein geiler Abend. Es war ein geiler Abend. Ich fand es wirklich klasse. Und dank Max, hast du wirklich klasse. Ganz klasse immer. Gut, dann auf Wiedersehen und wir hören und sehen uns dann die Tage. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss.